Sirene hört, dann fühlt Sam sich nicht gestört. Wenn dir plötzlich was passiert, kommt er sofort garantiert. Bewundert und beliebt ist Feuerwehrmann Sam, weil es ihn einmal gibt. Such dir im Ort nach dem tapfersten Mann. Sam wohnt gleich nebenan. Und die Pendys Feuerwehr ohne Sam verloren wär. Aber auch die ganze Crew rettet, löscht und packt fest zu. Bewundert und beliebt ist Feuerwehrmann Sam, weil es ihn einmal gibt. Such dir im Ort nach dem tapfersten Mann. Sam wohnt gleich nebenan. Leise rieselt der Schnee. Es ist Winter in Pontypandy und rund um die Feuerwehrwache liegt Schnee. Dick eingepackt in warme Jacken, Mütze und Schal kommen Norman und Mandy auf der Wache an. Hallo Sam, wir sind gekommen, um mit dir den Baum zu schmücken. Daraus wird nichts. Ich habe im Gartencenter angerufen, die haben nicht einen Baum mehr. Aber Weihnachten ohne Christbaum ist wie Ostern ohne Eier. Und das geht natürlich gar nicht. Norman und Mandy verschwinden, um sich etwas einfallen zu lassen, während Sam und seine Kollegen sich zum Essen hinsetzen. Cridlington, was zum Teufel ist das wieder? Reispudding auf Toast, Sir. Billys hatte leider keine Bohnen mehr. Eigentlich hatte sie gar nichts mehr. Cridlington beißt mit Appetit in seinen Toast. Aber was, wenn es noch weiter schneit? Wir unterbrechen unser Programm, um eine Unwetterwarnung durchzugeben. Heftige Schneefälle haben dazu geführt, dass in und um Pontypandy schon jetzt etliche Straßen nicht mehr befahrbar sind. Ich hoffe, wir schneien nicht ein. Im Ort schippt Dillis vor ihrem Laden den Schnee vom Gehsteig. Da biegt Trevor in seinem Wagen um die Ecke und hält an. Morgen, Dillis, ich bin abfahrbereit. Na Gott sei Dank, ich hab nicht mal mehr ein Gewürzgürkchen zu bieten. Ich zittere, wenn die Ladenklingel geht. Norman, Schatz, bring mir den Einkaufszettel, er liegt auf dem Tresen. Ich komme!